Und es müsste keiner auf was verzichten. Lassen Sie sich nichts einreden. Es geht nicht darum, das sauer verdiente Vermögen von Menschen zu besteuern. Wir reden von Menschen mit einem Barvermögen ab 1 Million Euro pro Kopf aufwärts. Das können Sie mit ehrlicher Arbeit nicht zusammensparen. Versuchen Sie es mal auszurechnen. Ich erwähne es nur mit den 1 Million, damit Sie nicht meinen, dass Sie betroffen sind von der Vermögensteuer. Falls Sie betroffen sein sollten, ich finde noch heute Abend jemand, der mit Ihnen tauscht. Eieieiei, da dreht's mir doch gleich wieder die Schuhsohlen hoch. Lustig ist er ja. Und irgendwie finde ich ihn auch sympathisch. Aber lieber Volker, ich muss es dir einfach so deutlich sagen, von Wirtschaft hast du einfach nicht den geringsten Plan. Hier ist wirklich alles falsch. Wo in aller Welt soll ich nur anfangen, dir das zu erklären? Also, ich probiere es ganz langsam. Es geht um Vermögen über 1 Million Euro. Wow. Lieber Volker, wir haben weder das Jahr 1950 und schon gar nicht das Jahr 1880. Gerade du, der mit Sicherheit gar nicht so viel weniger als 1 Million im Jahr verdienen wird, solltest eigentlich wissen, dass 1 Million Euro heute eigentlich gar nichts mehr ist. Quasi wahllos in welcher deutschen Stadt, man könnte sogar fast sagen, egal in welcher globalen größeren Stadt, also selbst in ärmeren Ländern und in Dritte Weltländern, wird man sich schon fast schwer tun, für dieses Geld ein einfaches Einfamilienhaus zu bekommen. Ich rede hier nicht von Villa mit Innen- und Außenpool, ich rede hier nicht von 30 Zimmern, von einem parkähnlichen Garten oder sonst irgendwas. Ich rede von einem ganz normalen, einfachen, bürgerlichen Haus in einer deutschen Großstadt deiner Wahl. In manchen wirst du vielleicht gerade so eins bekommen, in anderen wird diese Million noch nicht einmal dafür reichen. Geschweige denn, dass man jetzt noch 900.000 übrig hätte oder so, von denen man dann in Saus und Braus leben könnte, wie du es ja hier gerade skizzierst. Die Zeiten, als der Begriff Millionär entstand, die sind lange vorbei. Damals war ein Millionär, da wir ja eine Inflation haben, ungefähr 100-mal so reich wie heute. Selbst wenn du es voll drauf hast, selbst wenn du richtig viel Fähigkeiten in Sachen Geldanlage, Wirtschaft, Investition und so weiter hast, wirst du dir heute sehr, sehr schwer tun, mit dieser Million auch nur ein einfaches, arbeitsfreies Leben zu führen. Wir haben nämlich keine Zinsen mehr, wir haben Steuern, wir haben eine hohe Inflation und so weiter und so fort. Also nicht nur, dass du relativ wenig Zinsen bekommst und von den Renditen sparsam leben kannst, so mit 30.000, 40.000 Euro im Jahr. Noch nicht einmal das geht wirklich, wenn du richtig rechnest, die Steuern, die Inflation, alles mit einrechnest, dann wirst du damit nicht hinkommen, weil dein Geld jedes Jahr abschmilzt. Außer du machst einen super Wahnsinnsjob und machst 10-15% jedes Jahr wohlgemerkt, was eben nicht, wie du immer tust, eine Selbstverständlichkeit ist, sondern eine herausragende Leistung. Wenn es so einfach wäre, würden das ja alle machen. Aber wenn du dich mal umschaust, die wenigsten kriegen das hin und schon gar nicht dauerhaft über 20, 30, 40 Jahre hinweg. Sozi-Fans wie du vergessen immer zwei Dinge, wenn sie über Geld reden, dass man für sich arbeiten lässt. Dass sie vergessen, dass Geld nicht vom Himmel fällt, sondern hart erarbeitet werden muss, das vergessen sie schon mal ohnehin. Das lassen wir jetzt mal ganz raus. Da wird natürlich immer so getan, als wäre das nur ein glücklicher Zufall gewesen. Was zwar manchmal sicherlich der Fall war, aber in den meisten Fällen eben nicht. Weiter vergessen sie die Lage, in der wir sind. Wir haben real eine enorme Inflation, wir haben Steuern wie noch nie zuvor. Und es gibt keine Zinsen mehr. Um eine lange Geschichte kurz zu machen. Die Zeiten, die du vielleicht noch erlebt hast, die es sicherlich mal gab in den 80ern, wo man im Lotto 1 Million gewonnen hat, dann Bundesschatzbriefe gekauft hat und jedes Jahr 8% eingestrichen hat und dann somit bei 1 Million 80.000 im Jahr bekommen hat, von denen man dann recht schön leben konnte, zwar immer noch nicht im Superluxus, aber doch ganz anständig bürgerlich und sicher. Die sind lange vorbei. Damals hat man tatsächlich ohne erwähnenswertes Risiko quasi steuerfrei und bei niedriger Inflation 8% bekommen, minus 1-2% Inflation, meinetwegen auch 3%, hat man immer noch 5% Nettorendite, ohne was zu machen,
und auch ohne wirklich was zu riskieren. Da würde dein Argument dann zumindest noch halbwegs zutreffen, auch wenn es da auch nicht wirklich zutrifft, aber zumindest würde es dann halbwegs Sinn machen. In der heutigen Zeit macht es überhaupt keinen Sinn, weil, wie wir alle wissen, es gibt schon sehr lange keine Zinsen mehr. Leider. Das hat übrigens auch mit deinem Staat zu tun, der in Zukunft umsonst Geld haben möchte. Also sich Geld leihen und nichts dafür zahlen. Was natürlich nur in der Katastrophe enden kann, aber das ist ein anderes Thema. Du redest ja so gern von den Leuten, die da mal eben 10%, 20%, 30% machen, ohne irgendwas zu können, tun oder sonst irgendwas. Das gibt es nicht, lieber Volker. Würde es das geben, würde es jeder machen. Es gibt Millionen von Leuten, die an einer Elite-Uni Wirtschaft studiert haben und quasi alle von denen gehen einem relativ harten Beruf nach. Die sitzen nicht in der Karibik mit ihrem Laptop, machen hier und da mal ein Dealchen und freuen sich an den 20-30%, wie du das hier immer skizzierst, weil das eben weder leicht ist noch funktioniert. Es ist heute extrem schwierig, auch nur 5% Rendite zu machen. 10 oder 15 ist super schwierig. Und dies dann auch noch über Jahre und Jahrzehnte zu machen, was ja nötig wäre. Man kann sich schließlich nicht leisten, dass das nur ab und zu mal klappt und in den anderen Jahren legt man ordentlich drauf. Das ist geradezu fast unmöglich. Richtig, richtig schwer. Sollte man schaffen, hat man es verdient. Des Weiteren entsteht durch diese Investition neues Geld und neue Werte. Auch sei dir noch gesagt, du musst heute schon mal 5% oder 10% Rendite machen, um überhaupt mal auf Null rauszulaufen. Dank deinen dämlichen Steuern, dank Inflation, dank der schlechten Arbeit der Staaten und so weiter und so fort. Die ersten 5 bis 10%, die du durch harte Arbeit, durch Können in Anlagegeschäften machst, bei der Bank geht's ja sowieso nicht, es geht ja nur durch risikoreiche Anlagegeschäfte, die machst du für den Fiskus bzw. für andere. Die streichst du nicht ein, sondern die verlierst du durch Inflation, Steuern und so weiter. Erst alles, was danach kommt, ist Rendite. Wenn du also 15% Rendite machst und dieses Kunststück Jahr für Jahr hinbekommst, und ich garantiere dir, lieber Volker, du bringst es nicht fertig, obwohl du immer so tust, als wäre es ein Kinderspiel, selbst dann liegt dein realer Ertrag gerade mal bei 5-8%. Und der ist dann sehr hart und sehr schwer und sehr gerechtfertigt verdient. Ich kann es dir auch in deinen Worten, in deiner Welt erklären. Wenn du, der Herr Volker Pispers, einem 20-Jährigen, der gerade Bäcker gelernt hast, 1 Million ausleihst, damit er seine Bäckerei aufmachen kann, was er sonst niemals könnte ohne diese Million, dann entsteht da eine Bäckerei mit 2 Partnern. Der eine bringt das Know-how mit, das Können, nämlich der Bäcker, und du bringst deine Lebensleistungen mit, dein Verdienst der letzten Jahre. Zusammen ergibt das eine Bäckerei. Beides einzeln hätte gar nichts ergeben. Zusammen ergibt es was Tolles, von dem das Dorf profitiert. Und du wirst mir sicher zustimmen, dass es dann gerechtfertigt ist, dass du eben einen Teil der Brötchen, einen Teil des Erfolgs für dich beanspruchst. Und das bekommst du nicht umsonst, sondern es ist der Ertrag aus vergangener Arbeit. Man kann sich natürlich immer leicht einreden, das wäre umsonst, das ist aber äußerst naiv. Das wäre eine ähnlich naive Betrachtungsweise, wie wenn man meinen würde, Herr Müller würde leistungslos Geld bekommen, weil er sein Haus vermietet und dann Miete bekommt und sich dann eben einredet, diese Miete ist leistungslos. Ja, richtig, Herr Müller tut nichts für die Miete, aber eben nur auf den ersten Blick. Er tut momentan nichts. In Wirklichkeit stimmt ja auch das nicht. Er muss sich um die Verwaltung kümmern, um Erneuerungen, um das Organisatorische, um Mieter, um Wohnungsübergaben und so weiter. Aber lassen wir das mal weg. Tun wir so, als würde es das nicht geben. Machen wir es einfach. Nein, er tut momentan aktiv nichts. Das Geld bekommt er aber nicht irgendwie zufällig oder weil der Mieter so dämlich ist. Das Geld bekommt er aufgrund seiner vorangegangenen Arbeit, die man jetzt zugegebenerweise nicht mehr aktiv sieht. Man sieht Herrn Müller nicht mehr mit dem Hammer durch die Gegend rennen. Aber, wie es oft so ist, viele Sachen sehen eben immer sehr einfach aus. Muss ich dir nicht sagen, gerade dein Job sieht furchtbar einfach aus. Auf den ersten Blick steht da nur ein alter Mann auf der Bühne, der ein bisschen was erzählt. Könnte man jetzt meinen, das kann doch jeder. Ich brauche aber dir nicht erzählen und vielen Zuhörern nicht erzählen, dass es eben nicht jeder kann. Ganz im Gegenteil, würde man wahllos 100 Leute auf die Bühne stellen, dann würde bei 99 kein Mensch zuhören wollen. Man sieht eben nicht
die 20, 30, 40 Jahre Kabarett-Erfahrung, die Arbeit, die du da reingesteckt hast, um da hinzukommen. Und genauso ist es bei dem Haus. Bei naiver Betrachtung sieht man nicht, dass Herr Müller sein Haus eben nicht von Gott geschenkt bekommen hat oder es vom Himmel gefallen ist oder so, sondern dass unser Herr Müller vor 20 Jahren dieses Haus mit eigenen Händen gebaut hat und da viel Geld und viel Arbeit über 5 oder 10 Jahre hinweg reingesteckt hat, um dieses Haus zu bauen. In der Folge bekommt er jetzt für diese Arbeit endlich seinen Lohn, während er hingegen damals, als er gearbeitet hat, noch überhaupt nichts bekommen hat, weil ja noch kein Mieter da war. Und selbst wenn Herr Müller dieses Haus geerbt hätte, was ja dann auch immer so ein charmantes, populistisches Argument ist, wobei das natürlich auch Quatsch ist, weil wenn man mal in die Forbes-Liste guckt, wird er eben sehen, dass die meisten eben noch nicht einmal geerbt haben, sondern es selbst erarbeitet haben. Aber selbst wenn er es geerbt hat, ist es immer noch gerechtfertigt, weil dann hat eben sein Vater die Arbeit getan und diese Arbeit wird entlohnt. Und wer sollte für die Arbeit entlohnt werden, wenn nicht der Sohn? Der Sohn kann im Zweifel nicht so viel dafür, hat er Glück gehabt, aber so ist das eben im Leben. Das Leben ist nicht gerecht und wird nie gerecht sein. Der eine kommt auch wunderschön und groß und stark und klug und sympathisch zur Welt und ein anderer eben klein, dick, hässlich und unsympathisch. Da forderst du ja auch noch nicht, dass man eine Behörde einführt, die hier für Gerechtigkeit sorgt und den Leuten, die hässlich und unsympathisch sind, Freunde und Freundinnen zuweist. Ein bisschen Glück gehört halt zum Leben. Aber wenn eben überhaupt jemanden dieses Glück zusteht, dann wohl dem Sohn bzw. der Person steht es zu, diese Arbeit zu verschenken, zu verteilen, an wen immer sie will, was dann eben in der Regel der Sohn sein wird. Du hast die letzten 20 Jahre einen tollen Kabarettjob gemacht, deshalb hast du Geld, ein Haus und sonst was, weil du ein viel besserer Kabarettist bist als die 10.000 anderen Kabarettisten in Deutschland, die keiner kennt, die es auch probiert haben und heute kein Haus haben und kein tolles Einkommen und keine Sendung bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist nicht ungerecht, sondern die Folge davon, dass die Leute dich lustiger finden, dich besser finden als die anderen, die es nicht geschafft haben. Gut für dich, schlecht für die anderen, so ist aber das Leben. Das ist nicht aus großem Zufall so, das ist nicht so, weil du mit dem Chef geschlafen hast oder sonst irgendwas, sondern weil du es einfach besser kannst. Also wir stellen zunächst einmal fest, dass 1 Million kein unsagbares Vermögen ist, für das du es hier gerade hinstellst, sondern eigentlich relativ wenig. Es reicht eben nicht für einen Butler, 5 Autos und eine Villa und ein Leben in Saus und Braus bis zum letzten Atemzug, sondern 1 Million reicht im Grunde noch nicht einmal mehr sicher aus, um auf bürgerlichem Niveau in Ruhestand zu gehen, also davon zu leben sozusagen. Auf bürgerlichem Niveau wohlgemerkt, nichts hier mit Highlife. Als nächstes führst du an, dass man dies nicht mit ehrlicher Arbeit verdienen könnte. Ja, das ist die typische Sozi-Denkweise. Nur Leute, die draußen Straße kehren, schwitzen oder sonst irgendwas machen, ehrliche Arbeit. Und alle, die am Schreibtisch sitzen oder sonst irgendwas managen, die machen alle gar nichts. Könnte man auch auf dich anwenden. Bei dir trifft es sogar noch am ehesten zu, weil du zu den Leuten gehörst, die wirklich mit am einfachsten ihr Geld verdienen. Du verdienst ja auch sehr, sehr, sehr viel Geld. Also ich sag mal, 500.000 sollten es locker sein, vielleicht sogar 1 Million, wenn du denn wolltest. Du hast deine Auftritte, du hast eine Fernsehsendung, zumindest wenn du eine willst, brauche ich dir nicht vorrechnen. Da kommt ganz schön was bei rüber. Und das mit wenigen Stunden Arbeit. Aber es sei dir gegönnt. Warum ist es dir gegönnt? Warum hast du es doch verdient, obwohl du verhältnismäßig wenig arbeitest, was die Stunden anbelangt und obwohl deine Arbeit relativ dankbar ist? Also du musst dir nicht den Rücken krumm arbeiten, du musst dich nicht von irgendeinem Chef anblöken lassen. Ganz im Gegenteil, alle klopfen dir noch auf die Schulter für das, was du tust. Aber warum ist das so? Und warum machen das nicht alle so? Ganz einfach, lieber Volker, weil du lustiger bist als andere. Du kannst das, was du tust, relativ gut. Du kannst das besser als ich, du kannst das besser als andere und das ist der Grund, warum du viel Geld verdienst. Weil wenn du dich auf eine Bühne stellst und sagst, es kostet 20, 30 Euro Eintritt, damit ihr mir 2 Stunden zuhören könnt, dann werden sich einige 100 Leute finden, die bereit sind, das zu zahlen, im übertragenen Sinne auch ihre Tagesleistung mitzubringen, die sie zum Beispiel, um es jetzt mal populistisch zu sagen, auf dem Acker erwirtschaftet haben. Die sind bereit, ihren Tag auf dem Acker dafür einzutauschen, dass sie dir 2 Stunden zuhören können und kräftig ablachen.
wenn ich, Frau Müller oder sonst irgendwer, uns an die Straße stellen und sagen, heute Abend trete ich 2 Stunden auf und erzähle Ihnen was Lustiges, kostet 30 Euro, dann will das eben niemand hören. Da will niemand für arbeiten, um das zu sehen. Und genau deswegen ist es gerechtfertigt, dass du gut verdienst mit deiner Tätigkeit und jemand anderes nicht. Gleiches gilt für die Fußballspieler, die du ansprichst. Die verdienen nicht deshalb viel Geld mit Fußball, weil man mit Fußball viel Geld verdient. Das wollen schließlich Hunderte von Millionen Leuten. Nein, es können eben nur ein paar Tausend, die so gut Fußball spielen, dass sich jemand findet, der dafür Geld bezahlt. Dass sich Hunderttausende von Menschen am Wochenende einfinden und sagen, ich gebe mein gutes Geld, das ich hart erarbeitet habe, das gebe ich dafür aus, um dem eine Stunde beim Fußball zuzugucken. Würde ich und du anbieten, guckt uns beim Fußball zu und zahlt viel Geld, dann würden eben nicht 50.000 Leute ins Stadion kommen, sondern gar keine. Und das ist der Grund, warum die viel verdienen mit ihrem Hobby Fußball und ich nicht. Das ist auch der Grund, warum Leute, die ein Kinderbuch schreiben, teilweise Milliarden verdienen. Warum? Weil es die ganze Welt unbedingt haben will und die ganze Welt sagt, das ist wunderbar toll, richtig gut und super und klasse und ich kaufe das. Und es gibt aber eben auch 100.000 andere Leute, die Kinderbücher schreiben, die überhaupt nichts wert sind, weil die keiner haben will. Selbst wenn du sie für 1 Euro verkaufst statt für 10, dann kauft trotzdem jeder den Harry Potter für 10 Euro, weil der eben besser ist. Und so kommen Löhne und Gehälter zustande. Das ist doch eine ganz einfache Geschichte, Volker. Und 1 Million, ich bitte dich, selbstverständlich kann man die ehrlich verdienen. Nehmen wir doch mal 2 der reichsten Menschen der Welt, Herrn Apple und Herrn Microsoft, also Steve Jobs und Bill Gates. Die haben dafür gesorgt, dass die ganze Welt heute in den Genuss eines Smartphones kommt oder dass die ganze Welt einen Computer hat bzw. ein Betriebssystem. Die haben Milliarden von Menschen glücklich gemacht. Die haben das Leben von Milliarden von Menschen verbessert. Und du willst mir jetzt erzählen, der hat's nicht verdient, 1 Million zu haben, weil das keiner ehrlich verdienen kann? Ist doch wohl ein Witz, oder? Selbstverständlich ist diese Leistung 100.000, 10.000 Mal mehr wert als die labbrige Leistung von irgendjemandem, der da irgendeine billige Tätigkeit tut, die im Zweifel auch jeder andere erledigen könnte. Die ganze Welt mit Computern oder Smartphones beglücken kann ebenso gut wie niemand. Irgendeine 0815-Tätigkeit ausführen, das kann jeder. Beispiel Putzfrau. Jeder kann natürlich bei sich selbst zu Hause putzen. Wenn's aber günstig ist, dann nimmt man sich eine Putzfrau. Gut, der Betrag, der ist so niedrig, den bezahle ich lieber, anstatt es selber zu machen. Also gäbe es beispielsweise Putzfrauen, die für 3 Euro die Stunde arbeiten, hätte ganz Deutschland eine Putzfrau. Weil fast jeder sagen würde, ich zahle lieber Frau Müller 3 Euro, damit sie für mich putzt. Mir sind diese 3 Euro weniger wert, als würde ich 1 Stunde selber putzen müssen. Kostet die Putzfrau hingegen 30 Euro die Stunde, würde so gut wie niemand eine Putzfrau haben, weil alle sagen würden, bevor ich jetzt 30 oder 60 Euro ausgebe, putze ich meine Wohnung lieber selber. Und so kommen ganz einfach Preise zustande. Und die sind auch richtig. Die sind schon bewertet, fair bewertet, nämlich von den Leuten, die diese Rechnungen bezahlen. Die zwingt niemand dazu, zum Fußball zu gehen. Die zwingt auch niemand, zu Aldi, zu Ikea oder zu sonst wem zu gehen. Die zwingt auch niemand, ein Smartphone zu haben. Die bringen ihr Geld dorthin, weil sie es für eine gute Idee halten, weil sie den Preis für gerechtfertigt halten, für die Leistung, die sie dann bekommen. Und deshalb ist es fair verdient. Und wenn irgendjemand meint, er kann irgendwas besser anbieten, dann muss er dies eben am Markt beweisen. Einfach irgendwas behaupten kann jeder. Wenn du meinst, Aldi macht keinen guten Job oder Lidl macht keinen guten Job, ja, dann los, mach einen Supermarkt auf und zeig uns, wie es besser geht. Und zeig uns vor allem auch, dass die Leute zu dir einkaufen gehen und nicht zu Aldi. Markt ist tägliche Demokratie. Jeder Kunde stimmt jeden Tag mit seinem Geld darüber ab, ob etwas gut ist oder nicht. Und wenn in deinen Supermarkt eben keine Kunden kommen, dann kannst du noch 1000 Mal behaupten, dein Supermarkt wäre besser. Die Demokratie sagt, er ist es nicht, weil eben keiner kommt. Irgendwas muss verkehrt sein, beziehungsweise irgendwas muss derjenige besser machen. Und das kannst du jetzt gut oder schlecht finden, was da die Mehrheit denkt oder glaubt oder tut. Das muss auch nicht unbedingt immer richtig sein, aber das ist eben Demokratie.
Demokratie ist nicht, dass du den Leuten sagst, was richtig ist, sondern dass du akzeptierst, was die Mehrheit für richtig hält. Und die Mehrheit ist eben offenbar der Meinung, dass Aldi einen verdammt guten Job macht. Sonst würden seine 20.000 Filialen nicht laufen, die er aus dem Nichts aufgebaut hat. Während andere eben 40 Jahre Schlendrian gemacht haben oder 0815 Tagesgeschäft, ohne sich groß Gedanken zu machen, war Herr Aldi innovativ und hat richtig was geleistet. Und es hat sich gelohnt. Nun ist er zu Recht reich, weil er eben eine ganz außergewöhnliche Leistung gemacht hat. Und dann kommen wir schon auch zu deinem letzten Punkt. Du sagst, wenn sie das nicht gut finden, sie finden heute Abend noch Ersatz für denjenigen. Auch wieder sehr lustig, auch wenn populistisch, aber natürlich totaler Quatsch. Selbstverständlich finden sie heute Abend jemanden, der Herrn Apple, Herrn Gates, Herrn Kamprad von IKEA, Herrn Albrecht von Aldi oder auch einen Profifußballspieler gerne ersetzen würde. Sie finden übrigens auch viele, die gerne ihren Job sofort übernehmen würden als Kabarettist. Knickknack. Selbstverständlich finden sie Leute, die sich gern feiern lassen und dafür viel Geld kassieren. Also die schönen Seiten dieser Geschichte abgreifen. Das Problem an der Sache ist nur, dass es am übernächsten Tag nicht mehr funktionieren wird, weil wie ich es Ihnen eben ausführlich beschrieben habe, wollen reicht eben nicht. Die Leute sind da genauso wie Sie nicht hingekommen, weil sie morgens aufgestanden sind und gesagt haben, ich werde jetzt mal eben erfolgreicher Kabarettist oder Fußballstar, sondern die haben Leistung gebracht, die können was. Wenn man ab morgen mich oder Frau Müller auf ihre Bühne stellen würde, dann würde eben keiner mehr kommen. Wenn man Hans Müller die Leitung von Aldi übergeben würde, dann wäre Aldi bald vom Markt weg. Wenn man Franz Xaver die Leitung von IKEA, von Apple oder von Microsoft übertragen würde, dann würde die Firma nicht mehr laufen. Wenn man Martin Schulz einen Job als Fußballprofi bei Madrid geben würde, was er ja immer gern werden wollte, dann wird Madrid eben die längste Zeit in der ersten Liga gespielt haben. Verstehen Sie? So einfach, wie Sie sich's da eben machen, ist es nicht. Und da Sie ein cleveres Kerlchen sind, kann ich mir auch nur schwer vorstellen, dass Sie auf diese einfachen Zusammenhänge nicht schon selber gekommen sind. Sollten Sie sich in diesem Video unfair behandelt gefühlt haben oder vielleicht auch Lust haben, das Ganze mal richtig auszudiskutieren, stehe ich Ihnen jederzeit gern für eine freundliche Debatte zur Verfügung. Wir haben ja auch einen gemeinsamen Bekannten, Ihren Kollegen Christoph Sieber. Also sollten Sie daran Interesse haben, können Sie sich gerne an den wenden und mal nach Michel von Tell fragen. Der vermittelt Ihnen sicherlich gerne einen Kontakt. Ich stehe Ihnen da jedenfalls jederzeit zur Verfügung und hoffe, Sie konnten vielleicht das ein oder andere mitnehmen.